Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. Okay. Gut. Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Ja, ich habe nur aktuell kein Schiff hier. Was müssen wir denn machen? Holen Sie von Omaros Leuchtturm ab. Gehen Sie nicht. Was geht Sie nichts an? Okay. Spielstand gespeichert. Die drei verschwinden nur noch. Die müssen hier hin. Okay. Sinnvoll wäre es jetzt erstmal alles, was Bauern so zu tun zu haben, aufzubauen. Und dann zu gucken, was wir vom Bauernüberschuss haben und das dann wegzunehmen und daraus dann Arbeiter zu machen. Weil die brauchen ja alle ja 30. Ja, ich sage mal so, aber das wird ja dann auch. Die brauchen 50 Arbeiter. Oh. Die brauchen dann auch wieder Arbeiter. Also. Entschuldigung. Ja, da gucken wir mal, wo wir das hinbringen müssen. Gut, das Puzzle setzt sich zusammen. Ja, ich sag mal so, die. Will, muss in die zieht ja auch ganz schön mit den Fregatten rumher, gell? Das ist echt brutal. Meine Vögelchen hätten das längst erlebt. Ja, komm, bleib mal ein bisschen ruhig und geschmeidig. Na, das ist aber. Der nimmt. Generell, tendenziell nimmt Schnaps zu. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Ich muss hier. Woher sie kommen? Was für ein schöner Hafen. Woher sie kommen? Was
Scheffel. Ich weiß es wirklich nicht. So. Spielstand gespeichert. Das wird von Hand wesentlich besser. Was du heute kannst besorgen, schiebe ich gerne auf morgen. Was ist mit meinem Gefallen? Ich sitze auf glühenden Kohlen. Schiff vom Stapel gelaufen. Meine kleinen Vögelchen könnten von dir das Fliegen lernen. Ja, ich denke mal, wenn wir mit deren Handelsabkommen schließen können, dann wäre das richtig super. Auf die alte Dame ist Verlass. Frachtkapazität 3, ja. Aber waren die nicht immer langsamer? Was brauchen wir denn für einen Clipper? Ah, 750. So, was brauchen der hier? Mein Leben ist halb geliebt. Konserven. Ja, sieht alles gut aus. Solange wie alles bei 100 bleibt und nicht unter 100 sinkt, ist das für mich okay. Neue Ziele. Ich kann kein Zwieback. So. Leinen los. Was für eine Gabe. Sir Archibald Blake, womit kann ich dienen? Ah, okay, der verkauft immer mal wieder ein paar Schiffe. Das ist gar nicht mal so übel. Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste an. Ah, okay, also hier hat er auch nochmal eine Fregatte. Gut, müssen wir aber jetzt nicht machen, weil,
Bright Sands. Wie der sich finanziert, das möchte ich gerne mal wissen. Handel und Industrie. Spielstand gespeichert. Das wird bestimmt auch noch irgendwann relevant. So. Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Vielleicht ist er der Lieferant. So, die Verfolgungsjagd hat begonnen. Aber wo willst du hin, ne?
Der üble Gestank eines Mörders. Lass ihn nicht entkommen. Gespeichert. Oh. Der Beschuss. Für jedes Glied, das du uns abschlägst, wächst ein neues nach. Wow. Dieses Wrack muss einen Hinweis bergen. Irgendetwas. Es ist Vaters Tagebuch. Schnell, was steht dort geschrieben? Natürlich. Die Insel, wegen der er des Verrats beschuldigt wurde. Darum geht es. Okay, Prosperity ist verkauft. Das ist alles, was ich können hinsichtlich meiner Verhaftung in gegenwärtigen Umständen zusammenreimen kann. Morgen werde ich meinen Fall nochmal Herrn Blackwall vortragen, der heute für grausame Art jegliche Rechtfertigung verweigerte. Jetzt muss ich versuchen zu schlafen, obwohl ich immer an meine arme Hannah und die anderen denken muss, die nun so weit von mir entfernt sind. Okay. Prosperity. Ist das die Insel, die wir hier haben, oder was? Warum? Was? Wormways Gefängnis. Licht fällt durch die Gitter. Mit dem Tagesanbruch kommt die Erkenntnis. Prosperity wurde an dem berüchtigten... was an die berüchtigte Rebellen Sarmento verkauft und ich muss als letzter davon erfahren haben. Die Königin, die Nation hat die Waffen ergriffen, weil das Juwel der neuen Welt verloren ist. Die Wachen, von denen ich alles erfahren habe, dachten, ich wollte sie bis zum Besten halten. Doch ich bin es. Der hereingelegt und von Unbekannten um seine Insel gebracht wurde. Eigentlich können es nur jene Gestalten gewesen sein, die eines unheilvollen Tages zu mir kamen. Maskiert und mit schauerlichen Symbolen bestickt, sie drängten mich zum Verkauf, aber ich verwies sie des Hauses und wünschte ihnen einen guten Tag. Wormways Gefängnis, die dritte Nacht und leider nicht die letzte. Ich habe heute damit begonnen, Beweise für meine Verteidigung zu sammeln. Hannah war hier, auch wenn sie nicht lange bleiben durfte. Sie gibt mir Hoffnung, dass eine vollständige Begnadigung möglich ist. Jahre der Loyalität sprechen zu meinen Gunsten. Aber allein die Vorstellung, ich könnte meine Königin betrogen haben, lastet schwer auf mir. Selbst wenn ich die finsteren Skandalwolken verziehen, die Zukunftsaussichten meiner Familie könnte sich für immer verdüstert haben. Ja, der Arme. Zweifellos hält Vater dieses Symbol für relevant. Wenn es jemand entschlüsseln kann, dann Madame Kahina. Ja, dann fahren wir mal zu dir. Und dann gucken wir mal.
Spielstand gespeichert. Jawohl. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Ja. Das Zeichen der Pyphoria, das Auge der Sonne. Es verbrennt all jene, die es erblicken. Ich wusste nicht, dass dein Vater von den Pyphoriern heimgesucht wurde. Ein Todesurteil. Du magst ein furchtloses Kind sein, doch geh nicht in die neue Welt. Stich nicht mitten ins Wespennest. Das Tagebuch allein reicht nicht aus, um Sir Archibald zu überzeugen. Aber es wird ihn zum Nachdenken anregen. Gut. Dann zu... Eine Sensation! Ah, Samuel Goods Mörder entlarvt. Die Goods Geschwister spüren den Mörder ihres Vaters auf. Ein Mann, der wohl kein Einzeltäter ist. Die Barrikaden. Da in der Tat Gerüchte über die Verbindung zu einer eigentümlichen Sekte kursieren. Okay. Was, die Leute gehen auf Barrikaden? Warum? Ich Was brauche verkehrt? Einen Spezialisten hierfür. Nee. Dir ist wohl klar geworden, was du zu tun hast. Warte mal, hier ist Aufstand. Kann das so gedruckt werden? Was ist los? Der Idiot ist zurück. Ja. Kompromissloser Journalismus. Ich habe gerade kaum Zeit, mit dir zu diskutieren, ob das jetzt... Wieso gerade da oben? Die brauchen doch gar keine Polizei, oder? Die kriegen Straßen, die haben Essen. Was wollen die denn noch? Zumindest haben wir genug zu essen. Was haben Sie da im Schlepptau? Dieses Zeichen ist also eine Morddrohung? Aber Ihre Majestät erhielt dasselbe. Auf einem schmucklosen Umschlag mit einem Stempel aus den Kolonien. Wir wissen immer noch nicht genau, wie Ihr Vater in all das verwickelt war. Doch ich fürchte, die Antwort liegt irgendwo im Westen. Ihr Vater verkaufte Prosperity an die Anführerin der Rebellen, Isabel Sarmento. Sarmentos letzter Aufenthaltsort ist alles, was wir kennen. Wir müssen die Expeditionsroute sehr sorgfältig planen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Die Frage ist, welches Schiff schicken wir jetzt los? Ja, wir müssen erstmal die Aufstände hier in Zaum kriegen. Wo sind meine Schiffe? Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Das sind die Schoner, das ist die Fregatte, oder? Tipptopp.
Gefechtskunde hat die gleich. Jagdglück. Spielstand gespeichert. Die Straßen sind wieder sicher. Packen wir mal ein paar zusätzliche Rationen ein. Weiß nicht, vielleicht. Ja. Das ist. Haben wir denn nicht noch irgendwas mit Jagdkunst hier? Geschick. Jagdglück, Mehl. Ja, viel Spaß auf der Reise. Wie sieht's denn eigentlich aus? 36 Kanonen. So, Aufstand niedergemetzelt. Ja, wunderbar. Schade, dass man die Zahlen nicht eingeben kann. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, dann ist das eben so.
Spielstand gespeichert. So, Bier dürfte dann auch nach oben gehen. So, wir begeben uns gerade mit unserem Schiff in die neue Welt. So, nach und nach jetzt alles mal auf Steine umbauen. Was wollt ihr? Sie helfen uns, oder? Ich würde sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, sie verstehen mich. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln wach. Finden und holen sie der kleine Revolutionär. Wunderbar. So, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.